Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, wir lieben dich, Herr. Vater, wollen dieses Bekenntnis als Opfer dir geben heute Abend. Herr, die unsichtbare Welt in Mallorca soll wissen heute Abend, es gibt eine Gruppe Menschen heute Abend, die gerade am Opfern sind. Sie opfern ihre Herzen. Sie opfern ihre Gefühle. Sie opfern das Tiefste, was sie haben. Und es soll eine Freiheit geben in der unsichtbaren Welt drin, dass die Engel heute Abend ganz stark kommen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Einen schönen guten Abend. So, warten wir bis die Letzten sitzen alle, dass sie Platz gefunden haben. Wisst ihr, was ich gerade vor als Wunsch empfinde? Ich wünsche jedem, wie da ist, mal einen Tag erlebt, wo du einen ganzen Tag nur im Geist sehen kann. Kannst du dir das vorstellen? Ein ganzer Tag würdest du alles im Geist sehen. Ich sage dir etwas, du würdest viel mehr anbeten. Weil ich glaube, wenn wir manchmal ganz tief anbeten, das ist so wie eine Öffnung in der unsichtbaren Welt, bis für den Thron Gottes geht. Und in der Öffnung sind Engel wie hoch und runter gehen, hoch und runter gehen, dass diese Leiter wie da ist. Und ich glaube, wir würden viel anders leben, wenn man im Geist sehen würde. Stimmt das? Und es ist so mein Wunsch, tiefer Wunsch, dass Christen mehr und mehr lernen, im Geist zu sehen, sensibel zu werden. Und ich glaube, wenn du das regelmäßig übst und an Orten bist, wo Heiliger Geist ist, dann wird es viel leichter sein. Ich glaube, es ist viel leichter, diese Woche geistliche Sache zu verstehen. Heute Mittag habe ich jemanden getroffen am Meer, der hat mir gesagt, dieser Satz hat mir gefallen. Ich habe diese Woche so viel geistliche Input, ich habe diese Woche so viel Bilder, so viel Sache bekommen vom Übernatürlich. Und es ist fast zu viel. Und es ist doch schön, dass es ein Beweis, dass etwas offen ist hier. Amen. Und wahrscheinlich wäre es schön, wenn man mal so könnte, 3 Monate so sein, stimmt das? 3 Monate so, wow. Heute Abend habe ich so ein bisschen ein heikles Thema. Ich möchte ein bisschen so anfangen. Es gibt viele Christen, die haben ein Problem. Es gibt eine Kategorie der Christen, öfter sind es die Supercharismatiker. Die sagen, Altes Testament brauche ich nicht. Ich lebe im Neuen Testament. Ich habe Jesus und das Land. Und die anderen sagen, nein, du musst alles nehmen. Du musst alles nehmen vom Anfang bis am Ende. Und jetzt, wer hat Recht von den beiden? Ich stelle mir gerade eine Frage. Es hat etwas zu tun damit. Wer mag dann von euch Fisch essen? Gut. Wer mag ihn nicht essen? Ich darf die Hand hoch machen. Schämt euch nicht. Und die meisten Leute, die Fisch nicht gern essen, haben ein Problem mit Grete. Manchmal sind sogar Erfahrungen als Kind, ich habe 4 Kinder und 7 Enkel, ich kenne mich ein bisschen aus, so kleine Kinder, wenn sie einmal so Grete im Hals gehabt haben, dann wollen sie gar Fisch mehr, stimmt das? Dann wollen sie nur Hackfleisch. Ich kann das sagen, das Alte Testament ist wie guter Fisch, man muss noch die Gräte rausmachen. Hat mal ein Prediger gesagt, das hat mir sehr viel geholfen. Und wenn du das Alte Testament liest, ist es so gute Sache drin, du musst noch die Gräte rausziehen. Okay, ich will mal jetzt ein Beispiel geben. Wir müssen lernen, im Alten Testament den Sinn verstehen und die Situation.
kennt wahrscheinlich alle den Psalm 15, wo David sagt in diesem Psalm drin, seine Sehnsucht, wer darf auf den Berg gehen, Gott begegnen? Wer darf im Heiligtum leben? Das bedeutet, David, sein ganzes Leben war eine Sehnsucht da, in der Gegenwart Gottes zu sein. Eine Sehnsucht auf dem Berg zu sein. Eine Sehnsucht im Heiligtum zu sein, ganz nahe bei Gott. Und dann stellt er sich die Frage, wer darf das sein? Und dann macht er eine ganze Liste. Wenn ich die heute Abend ausarbeiten würde, würdet ihr alle heulen nach Hause gehen. Verstehst du? Im Grunde genommen hat er ganz viele Sachen, wie du denkst, das werde ich niemals packen. Und wenn jemand sagt, nein, ich packe alles, dann werde ich dir eine Frage stellen. Als Letztes sagt er, der wie Geld nimmt, auf die Bank bringt oder Geld nimmt und Zinsen nimmt, darf nicht hochgehen. Ich kenne niemanden von euch, der auf die Bank geht, sagt, du, ich lege mein Geld an, aber ich will keine Zinsen. Das macht doch keiner. Im Grunde genommen, wenn du den Psalm 15 liest, dann möchtest du sagen, niemand. Das Problem, wenn du das Grundprinzip nimmst von David, wer darf hochgehen, wer darf in die Gegenwart Gottes wohnen? David hat im Gesetz gelebt. Wir leben in der Gnade. Wer darf auf den Berg gehen, Gott begegnen, der wie glaubt, dass das Blut Jesus uns reinigt von allen Sünden. Amen. Der wie glaubt, dass Jesus Christus für dich, für deine Sünde gestorben ist, für meine Sünde gestorben ist, der darf in das Heiligtum gehen. So, das heißt, du hast jetzt diesen wunderbaren Psalm genommen und hast den ins Neue Testament reingemacht. Ich weiß noch, einen Tag hat mir Gott gesagt, ich soll über dieses Bibelvers predigen. Und dann hat Gott gesagt, du wirst predigen und es werden Leute mit den Zähnen knirschen im Raum drin. Ich habe das nicht ganz verstanden. Und dann habe ich so gefragt, wer darf, dann habe ich dort die Frage anders gestellt, darf, wenn jemand wiedergeboren ist und Alkoholiker ist, darf auf den Berg gehen? Okay, die alle anderen sind Alkoholiker. Nein. Darf jemand, wie in Sünde lebt und wiedergeboren ist, auf den Berg gehen, Gott begegnen? Ja. Warum? Weil er glaubt an die Kraft des Blutes Jesus. Wenn jemand nur raucht, darf auf den Berg hochgehen. Und ich habe die Frage gestellt und plötzlich haben viele Leute gesagt, ja. Und habe ich die Frage gestellt, darf ein Alkoholiker auf den Berg gehen? Und dann steht eine Frau auf, die ich schon jahrelang kenne, eine ganz tolle Frau, wie ich schätze, und ich glaube, sie schätzt mich auch, steht auf und sagt, Piero, ich bin schon 10 Jahre bei dir, ich habe noch nie eine Predigt kritisiert von dir, aber heute Morgen kritisiere ich sie. Das stimmt nicht, mein Mann ist Alkoholiker und ist furchtbar und das und jenes. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das Alkohol verhindert dich nie, hochzugehen. Aber wenn du hochgehst, das verändert dich. Das macht dich frei. Und ich glaube, wir müssen immer lernen, das Alte Testament zu verstehen. Und wir müssen das Alte Testament, die Prinzipien, mitnehmen ins Neue Testament. Jetzt gebe ich nochmal wieder eine Bibelstelle, wie so dazwischen drin ist. David, ein Mann, wie ich schätze, für sein Glaube, für sein Herz, für alles Mögliche. Er hat dieser Psalm 23 geschrieben, das kennt ihr alle, der Herr ist mein Hirte. Und im Psalm 22 hat er Jesus am Kreuz gesehen. Und dann schreibt er den nächsten Psalm, macht hoch die Tür, der König kommt. Dreimal, mach hoch die Tür, mach hoch die Tür. Was bedeutet das? Er weiß, dass die Tür im Geist, wie da ist, viel zu klein ist. Das war die Tür des Gesetzes. Und er weiß, der, wie kommen wird, der Messias, der wieder gesehen hat, wird nicht durch die kleine Tür gehen, der wird eine große Tür bekommen. Und das ist die Tür der Gnade. Er hat es gesehen, das Alte Testament ins Neue Testament. Wir dürfen durch die große Tür der Gnade gehen, die wie Jesus hat bezahlt dafür. Wir müssen nichts machen, wir müssen nur sagen, ich gehe durch die Tür, die heißt Jesus Christus. Es bedeutet nicht Religion wechseln, es bedeutet nicht Ritual machen, anständig leben. Es bedeutet, Jesus, du bist die Tür der Gnade vom Alten Testament ins Neue Testament. Ich glaube, dass du mein Erlöser bist und du gehst durch diese Tür. Und dann wirst du auf den Berg gehen können, du wirst prophetisch können sein, du wirst in die Gegenwart Gottes können kommen und das wird dich verändern. Nicht dich verändern wollen, dass du durch diese Tür gehst. Sonst bist du wieder durch die Tür des Gesetzes gegangen.
okay, das Alte Testament ist wunderbar drin, du musst nur die Gräte ziehen vom Gesetz und du musst durch die Tür der Gnade gehen und du kommst in dieses Neue hinein. Und jetzt das Prophetische vom Alten Testament, das Prophetische vom Neuen Testament. Und manchmal kann es uns so verwirren. Es gibt Prophetie, die sind vom Alten Testament ins Neue Testament reingesprungen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Prophet sagt, und es wird sein, in der letzten Zeit werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Im Alten Testament. Und Petrus, was sagt er? An der Pfingste, es realisiert sich. So, da ist eine Prophetie, geht rüber. Und jetzt noch etwas, für Leute, die es nicht ganz verstanden haben. Die Propheten vom Alten Testament, wenn du sie liest, denkst du, wow, fantastisch, kannst du etwas lernen davon. Aber es kann möglich sein, dass ein prophetischer Geist auf etwas drauf fällt und es wird, diese prophetische Salbung wird freigesetzt. Wenn Gott in einem Prediger wie eine prophetische Salbung hat und sagt, heute Abend wirst du über Prophet so und so, über diese Prophetie predigen, nicht Lehrer, predigen. Und da wird die Salbung, wie drin steht, wieder freigesetzt. Eine Prophetie von der Bibel ist nicht eine, wie festgemeißelt ist für eine Zeit, sondern sie kann sich wieder manchmal wieder aktivieren. Und ich glaube, das haben wir manchmal vergessen. Und ich glaube, immer wenn der prophetische Geist kommt und er spricht, dann wird er immer Prophetie wieder aktivieren. Prophetie, die vielleicht 3000 Jahre alt sind, 4000 Jahre alt sind, wird der Heilige Geist kommen und sie werden wieder aktiviert. Und sie werden wieder aktiviert, das bedeutet, die werden dieselbe Kraft bekommen. Heute Abend habe ich so Prophetie, wieder von Jesaja. Und die möchte ich gern vorlesen. Und als ich hochgekommen bin, hat mich die nette Dame am Büchertisch gefragt, wie so die Predigt heißen. Und ich habe es nicht mehr gewusst, aber. Und es war einfach so spontan für mich rausgekommen, es wird geschehen. Die Prophetie, wie ich heute Abend lese werde, predige werde, die wird geschehen. Habt ihr Interesse? So, Ina, ich brauche dich. Du wirst lesen von 56 von 3 ab, von hier bis am Ende. Ina hat eine, der kennt ja wahrscheinlich die Ina, das ist die Frau von Martin. Und die singt ganz schön, aber sie hat etwas, was noch schöner ist, wie singen, wenn sie liest. Wenn ich mit dir verheiratet wäre, es ist nicht der Fall, es ist okay, ich bin verheiratet, verstehst du? Dann wurde sofort ganz, okay, wenn ich mit dir verheiratet wäre, würde ich mir wünschen, dass du jeden Abend mir so eine Geschichte liest. Ich leite mal meine aus. Die Predigt ganz, ganz toll, verstehst du? Und du brauchst das, ich bin sicher, verstehst du? Okay, seid ihr bereit, die süße Stimme zu hören und trotzdem zu hören? Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt,
ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr, Herr, der die Vertriebenen Israels sammelt. Zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln. Fangen wir an, die Gräte rauszumachen. Schabbat. Es ist eines der wichtigsten Gesetze und Gebote gewesen. Und Leute, die den Schabbat nicht geheiligt haben, wurde sogar zum Tod verurteilt. Im Neuen Testament, ich kann etwas sagen, gibt es kein Schabbat mehr, Freitagabend, wo man Kerze anzündet und den ganzen Tag nichts macht. Was ist ein Schabbat? Ich möchte euch erklären, warum hat Gott Schabbat gemacht? Gott hat empfunden, dass es gut ist, mal einen Tag nichts zu machen. Er selbst hat einen Tag geruht und hat bewundert, was er gemacht hat. Gott hat Menschen gemacht, dass sie immer auf Konferenzen gehen. Die nächste sind 3 Wochen. Nein. Okay, ich wollte nur gucken, ob er jetzt zuhört noch. Gott hat Menschen gemacht, um Gemeinschaft zu haben mit ihnen. Stimmt das? Ja. Gott hat Gemeinschaft gemacht, so du als Sünder, er hat eine Sehnsucht, dass du zurückkommst, dass du gewaschen wirst durch sein Blut. Und er möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Gott ist ein Gott der Liebe, wie seine Liebe den Menschen zeigen möchte. Und sein Volk, die Juden, haben nie keine Zeit gehabt. Weißt du, es waren so beschäftigt, so geschäftstüchtig und alles Mögliche, dass Gott gesagt hat, hör zu, wenn ich kein Gebot mache mit Schabbat, die werden gesegnet werden, aber sie werden nie mehr zu kommen. Die werden einfach so beschäftigt sein. Ich möchte, dass mein Volk Zeit verbringt mit mir, dass ich sie segnen kann. Dann hat er Schabbat gemacht. Wir im Neuen Testament, wenn wir den Heiligen Geist haben, der ruft uns, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Die Juden im Alten Testament haben das nicht gehabt, dass sie den Heiligen Geist gehabt hat, wie ihn natürlich diese Sehnsucht gehabt hat, Gott anzubeten. Im Neuen Testament haben wir den Heiligen Geist und er gibt uns diese Sehnsucht, Schabbat zu machen, bedeutet in die Gegenwart Gottes zu gehen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Stimmt das? Wenn der Heilige Geist Freiheit hat in dir drin und du hast Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dann wirst du immer eine Sehnsucht haben, auf diesen heiligen Berg zu gehen. Du wirst Sehnsucht haben, im Heiligtum drin zu sein. Du wirst Sehnsucht haben, ihn anzubeten. Du wirst Sehnsucht haben, in seiner Gegenwart zu sein. Stimmt das? Und dann müssen wir nicht einen ganz besonderen Tag haben, sondern der Heilige Geist zieht uns in den Schabbat hinein. Ich bin froh, dass ich nicht im Alten Testament bin, weil es wird mir nicht lange nur einen Tag, wo ich zu Gott aufgehen. Versteht ihr? Ich kann Schabbat machen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, einmal morgens, einmal abends, einmal mittags, einmal in der Nacht, wenn ich aufwache, kann ich Schabbat machen. Gemeinschaft habe mit Gott. Wenn Christen wieder anfangen, Freitagabend eine Kerze anzuzünden, dann fangst du wieder an, ins Gesetz reinzugehen. Und Paulus sagt, wenn du ein Stück vom Gesetz nimmst, dann musst du das ganze Gesetz nehmen. Wir sind durch die Tür der Gnade gegangen, fangen nicht an, wieder die kleine Tür des Gesetzes zu nehmen, um Gott zu gefallen. Es geht nicht. Schabbat ist etwas Fantastisches, ist Gemeinschaft mit Gott. Wir haben auch Gemeinschaft mit Gott im Abendmahl. Das ist auch eine Art, Schabbat zu feiern, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich glaube, wir müssen Achtung geben. Im Neuen Testament gibt es kein Schabbat mehr, Fest, sondern wir können Schabbat feiern das ganze Jahr. Und wenn du sagst, seit 4 Wochen habe ich noch keine Gemeinschaft gehabt, dann musst du etwas in Ordnung machen beim Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist kann man auch betrüben, dann meldet er sich nicht mehr. Und da muss man manchmal zum Heiligen Geist gehen. Heiliger Geist, vielleicht war ich unsensibel und habe dich betrübt. Bitte schön, ich möchte wieder Kontakt haben. Ich möchte es wieder erleben, wenn du mich an der Hand führst und sagst, stopp, jetzt geh mal miteinander zu Gott. Das ist diese Gerät, wie wir raushauen. Und das Gesetz halten, das müssen wir auch nicht
wir haben noch als Christen neutestamentlich gesagt, ein Gesetz. Ich nenne das immer dieses 3L-Gesetz. Liebe Gott von ganzem Herzen. Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Ich sage immer, es sind die 3L. Wenn du die 3L hast, du wirst nie etwas machen, wie Gott beleidigt. Du wirst nie jemand negativ reden, du wirst niemand beklauen, du wirst, wenn du liebst. Und der Heilige Geist bringt uns diese 3L in uns rein, dass wir da drin leben und wir leben total frei drin. Das Problem ist, wenn dann Christen sich bekehren, dann ist es automatisch drin. Ich weiß, ob er das kennt. Als ich mich bekehrt habe, wollte ich die ganze Welt küssen. Du auch, boah, jeder wie, ich weiß noch, wie ich mich bekehrt habe und früher hat es mehr gegeben. Und wenn du Auto gefahren bist und hast einen Fisch vor dir gesehen, boah, Herr, ich segne ihn, ich segne ihn, ich segne ihn. Und an der nächsten Ampel bin ich rausgesprungen, wow, Bruder, Gott segne dich. Und einmal bin ich wieder zur Ampel rausgesprungen, habe Tür aufgemacht, Bruder, ich segne dich und deine Frau auch. Guckt er mich an, sagt, du bist bestimmt so Charismatiker. Ich sage, ich ja, und du? Ich bin Zeuge Jehova. Aber wenn du frisch gläubig bist, der Heilige Geist ist da, hast du Liebe für die ganze Welt. Und dann kann es langsam durch Umstände, durch viele Sachen, langsam weggehen. Und dann haben wir dieses 3L nicht mehr so richtig drin und da fangen wir wieder an zu rudern. Kennt ihr das? Also rudern. Aber heute Abend möchte man von zwei Kategorien Menschen reden. Ich weiß, ob ich es gut ausspreche, diese Eunuchen. Gibt es ein anderes Wort noch dazu? Kastrierte? Es ist interessant, wie die Bibel, wie Gott sich um alle Leute bekümmert. Weißt du, wenn ein Mann das erlebt hat, dann ist es kein richtiger Mann mehr. Da hat er nicht etwas allein im Fleisch verloren, sondern auch in seiner Persönlichkeit. Er weiß ganz genau, ich bin Sklave, ich bin kein richtiger Mann mehr. Es gibt viele Leute, die haben ihre Persönlichkeit verloren. Ich bin mehr als 30 Jahre Pastor gewesen und ich habe viele Leute getroffen, die sich bekehrt haben. Und ich, wenn sie mir erzählt haben in ihrer Vergangenheit, dann möchte ich sagen, es hat mich erschüttert manchmal. Wir hatten in unserer Jugend einen jungen Mann, sehr begabt, war einige Zeit in der Jugend. Und dann am einen Tag kommt er zu mir, du, er hat einen Studienplatz bekommen in einer Stadt, gar nicht weit. Und ich sage mir, hör zu, ich glaube, du sollst nicht hingehen. Ich habe so ein Wort bekommen. Du sollst nicht hingehen, diese Stadt sollst da nicht hingehen. Und er ist trotzdem gegangen. Ja, es war günstig, hat eine WG angezogen und in der WG waren 4 alte, andere Männer drin, die waren alle schwul. Ob du es glaubst oder nicht, der Mann ist schwul geworden. Christ, schwul und ist abgedriftet, Studium abgebrochen, es ging ihm schlecht. Und ich habe ihn 10, 12 Jahre später getroffen. Er war auch nicht mehr mit dem Herrn zusammen. Und es war gerade die Zeit, wo der Herr wieder gesucht hat. Und ich traf ihn auf der Straße, in Mannheim auf der Straße. Da kommt er zu mir und ich gucke ihn an, was ist mit dem passiert, zerbrochen. Dann hat er mir gesagt, Piero, ich habe mit mehr als 200 Männern habe mich missbraucht. Ich bin abgedriftet und bin zu einem Club gegangen, zu Gay, also ein Club für Homosexuelle. Und da habe ich mich immer bezahlen lassen. Manchmal 6, 7 Stück pro Abend. Über 200 Männer haben seine Seele und seinen Körper und seine Psyche missbraucht. Und ich kann da sagen, seine Persönlichkeit war zerstört. Es war nicht mit der, wie ich kennengelernt habe vor ein paar Jahren, sondern es ist etwas passiert, zerstörte Persönlichkeit. Und ich durfte viele Leute treffen in meinem Leben, wo etwas so stört war, weil sie so tief gefallen sind. Ich erzähle euch ein anderes, aber das ist wieder jemand, wie geheilt worden ist davon. Ich war in Südamerika und habe dort gedient eine Weile. Und es war eine große Gemeinde und die machen Opferaufruf anders wie in Deutschland.
die stellen vor einen großen Korb hin und dann machen sie Lobpreis und dann tanzen sie und haben Freude und schmeißen ihr Geld rein und würde viele Deutsche wahrscheinlich schockiert sein, aber mit Freude ist etwas. Und dann am Ende kommt der Mann nach vorne, weil ja war der vielleicht 40, hat so ist ein bisschen anormal, es ist sehr warm dort, so kurze Hose und barfuß gewesen. Und er hat einen 100-Euro-Schein rausgeholt und er zeigt ihn und schreit ganz laut: Teufel, der bekommst du nicht, schmeißt es rein. Ja, ich sage, ja, vielleicht ist da ein bisschen Siede drin. Und der Pastor sagt, ich erzähle danach seine Geschichte. Ich sage, es war ein normaler Mann und er ist in Droge reingefallen. 10 Jahre heroinabhängig. Und er hat gesagt, es war so schlimm, dass er alles verloren hat. Frau, Haus, Kind, Job, hat auf der Straße gelebt, um uns seine Heroinsucht zu bezahlen. Hat er sich auf den Strich gestellt und hat sich von Männern nehmen lassen. 10 Jahre Droge, 10 Jahre von Männern, war der ganze Stadt bekannt. Für 10 Euro hast du von ihm alles bekommen. Dieser Mann hat Jesus gefunden, hat Befreiungsdienst bekommen. Und er hat gesagt, hat diese 100 Euro, er wusste, von was er redet. Die hat er früher immer die Droge reingegeben, hat es reingemacht. Und ich hätte nicht gedacht, dass so Leute geheilt können werden. Ich sage euch etwas, wir werden es erleben. Die Erweckung wird kommen und von denen werden ganz viele kommen. Sie sind Eunuchen, das sind Leute wie ihr Stück von ihrer Persönlichkeit verloren haben, weil sie so tief gefallen sind. Eine Frau kam zu uns in die Gemeinde mit ihrem Mann und sie war vorher in Karlsruhe, eine große Gemeinde, und sie war sogar teilweise Mitarbeiter und immer schön angezogen, Krawatte, Anzug und immer so gestanden im Lobpreis. Und nach 2, 3 Mal habe ich ein Wort für diese Frau gehabt. Und dann bricht sie zusammen und sagt, ich habe es jahrelang verheimlicht. Ich war mehr als 20 Jahre Prostituierte. Mein Mann war Zuhälter. Wir haben mehr als 200 Kinder abgetrieben. Im ganzen Milieu waren wir bekannt. Die Prostituierte kamen alle zu mir. Es war noch verboten zu dieser Zeit. Und mit einer Stricknadel haben wir das gemacht. Und der Mann hat mir gesagt, Eimer voll Blut und Baby da drin, Toilette runtergeworfen. Sie waren zerbrochen. Irgendwo die Fassade, wie sie gehabt haben, jahrelang, ist plötzlich zerbrochen. Und ich merkte, ihre Persönlichkeit ist total kaputt. Und ich sagte, warum habt ihr das nicht an ihrer Bekehrung, der tolle Gemeinde erzählt? Ja, wir haben uns geschämt. Sie saßen Monate in der Gemeinde, sie waren sogar Mitarbeiter, da vorne gestanden, haben Gott angebetet und diese Vergangenheit war da. Als sie es bekannt haben, ich kann das sagen, diese Frau hat eine Gabe der Heilung bekommen, wo ich in den letzten 30 Jahren bei keiner Frau von unserer Gemeinde erlebt habe. Sie hat Wunder und Wunder erlebt. Und ich habe gemerkt, du kannst noch so kaputt eine Persönlichkeit haben. Gott kann es heilen. Gott kann in diesem Eunuchen, wie denkt dieser trockene Baum, keine Chance mehr, kann es machen. Wird in der Zeit reinkommen, und ich glaube, Gott möchte die Gemeinde vorbereiten, dass viele Leute kommen werden, wenn Erweckung kommt, wenn die Welle kommen, werden so kaputte Leute drunter sein. Ich erzähle eine Geschichte, es ist nicht meine, aber die hat Carlos Anaconia erzählt. Und der Bruder von gestern Abend hat, glaube ich, oder gestern erzählt, von dass er dort war in Argentinien, hat dort sogar gepredigt. Mein Bruder Anaconia, ein ganz, ganz, ganz starker Weltevangelist, erzählte, eine Frau kommt zu ihm, und sie war im Zelt und ist hintergestanden, und die Frau sagte, Pastor, Sie haben vorgepredigt, dass Gott alles vergibt. Er sagte, ja. Sind Sie sicher, alles? Er sagte, ja, ich verspreche dir, Gott vergibt alles. Und dann kommt sie zu ihm und erzählt, ich bin 30 Jahre die Haupthexe gewesen von Buenos Aires. Und ich habe mehr als 30 Kinder Satan geopfert. Und sie sagte, ich habe in der Metro untergearbeitet. Und wenn da ein Kind stand ist und die Mutter hat nicht Achtung gegeben, habe ich das Kind genommen, in den Zug rein, Tür zu und weggegangen. Und abends haben wir es
Satan geopfert, getötet. Jetzt bist du Mann Gottes und es steht eine Frau vor dir, wie 30, mehr als 30 Kinder geopfert hat beim Teufel. Und du hast kurzweilig versprochen, dass Gott alles vergibt. Und ich kann auch sagen, der Heilige Geist war auf diese Frau. Und er hat gesagt, ich musste es sagen, Gott möchte dir vergeben. Und weißt du, ein paar Jahre später ist diese Frau eine Predigerin geworden, hat viele Menschen zum Herrn gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das so hätte machen können, wie er gemacht hat. Aber ich kann doch sagen, wir werden erleben in der Erweckung, dass so Leute kommen werden. Eure Begeisterung ist ohne Grenze heute Abend. Aber Bruder, ich möchte nicht neben so einer Person sitzen, doch. Weil im Himmel wirst du neben ihr sitzen. Amen. Was hat dann Paulus gemacht? Hat Christen einsperren lassen, umgebracht, bringen lassen. Verstehst du? Und du bist ja bereit, im Himmel neben Paulus zu sitzen wahrscheinlich. Es ist keine leichte Botschaft. Ich spürte, wie die Gottes das Wort sagte, ich werde rufen. Sie werden kommen, sie werden noch mehr kommen, sie werden noch mehr kommen, sie werden noch mehr kommen. Stimmt das? Sie werden kommen. Und diese Frage, sind wir offen dafür? Sind wir offen dafür, manchmal in das tiefste Loch der Sünde, der Dreck reinzuschauen und das Blut Jesus drüber zu machen? Sind wir bereit, wo im Psalm steht, mach hoch die Tür, mach hoch, der König kommt, sind wir bereit, unsere Türe aufzumachen. Unsere Türe aufzumachen. Ich weiß noch, einer von der ersten Gottesdienst, wie ich gemacht habe, es war noch im Ehemalsgrund oben. Ich habe so angefangen, ohne Ahnung, gar nichts. Ich war so ein Vollblut-Evangelist, einfach losgelegt. Und dann hatte ich dieses Wort im Wärmgottesdienst, sagt, liebe Geschwister, wir sollen bereit sein, offen zu sein. Wir waren eine kleine Gemeinde, vielleicht von 30, 40 Leuten, offen zu sein, weil Gott wird Menschen schicken, die ganz anders sind wie wir. Der Sonntagabend drauf habe ich die Predigt schon angefangen, geht die Tür hinter auf und es kommt jemand rein und denkt, oh je, das ist es. Ich kann es erst kurz beschreiben, es war so ein Punk, er hat so Hirikuese-Schnitt gehabt, habe ich noch nie gesehen, der war bestimmt 30 cm hoch, hätte ich keine Chance gehabt als Friseur. Der hat so reingesprüht, dass sie stehen bleiben, die waren violett und da drin alle Haare weg gehabt. Und er hat Eisen überall gehabt. Der wäre niemals durch den Flughafen gekommen. Angezogen, ich muss gar nicht erzählen, Jacke mit Nägeln und alles so drauf. Und er war ganz geschminkt. Ein junger Mann kommt rein wie ein Zombie. Die Augen ganz steif. Und ich guckte ihn an. Ich war so schockiert, dass ich... Und als ich so gemacht habe, hat die ganze Gemeinde... Und die ganze Gemeinde ist, das ist der, wie der Pastor gesagt hat. Und irgendwo spürte ich, wie die Leute im Raum so, du bist willkommen, du bist von Gott geschickt. Ich erzähle euch trotzdem, wie er gekommen ist, dieser junge Mann. 3 Tage vorher hat meine Frau einen Anruf bekommen von ihrer Frau. Und die sagt, ist hier der Geistheiler Fei? Meine Frau sagte, Fei ist richtig Geistheiler, nicht ganz. Und dann hat die Frau erzählt, sie hat einen Sohn, das ist Punk, und er ist unter Droge und er hat gerade zur Zeit Panik, weil die Rechtsradikale suchen ihn und möchten ihn umbringen. Und er hat jetzt 3 Tage im Friedhof verbracht, um die Schutzgeister zu rufen, wie sie schützen sollen. Hat 3 Tage nicht geschlafen, 3 Tage unter Ekstasy. Die Augen waren so, kommt so rein. Und weißt du was? Und plötzlich hat sich die Gemeinde umgedreht und es war willkommen in der Herzen drin. Ich war stolz auf meine Leute. Der Heilige Geist hat uns hochbereitet. Es waren willkommen und ich sag, komm, da ist noch Platz vorne. Die Mama war hinten dran, ist mitgelaufen mit der Handtasche. Nicht gläubig, verstehst du? Und da. Und der Heilige Geist berührte ihn.
Und dieser Abend, so stehst du morgens auf, kommt nach vorne, dieser kniet sich da am Kreuz hin, wir beten für ihn, die Dämonen fahren aus, er bekehrt sich. 8 Tage später bekommt er die Geistestaufe, 3 Wochen später haben wir getauft und ein halbes Jahr später hat er Bibelschule gemacht. Die Mama war glücklich. Es war eine gute Adresse, der Geistheiler. Aber weißt du, das war, Gott hat vorgewarnt. Es wird kommen. Und ich sage euch etwas, ich möchte nicht, dass er schöne Geschichte hört von Piero. Ich möchte, dass der Heilige Geist in dein Herz reinmacht. Sie werden kommen. Sie werden kommen. Wir haben so Sachen erlebt, ein Typ kommt, ein so, wie sagt man, Raster, so Rasterlocke. Ich habe ihn später mal gefragt, wie man die bekommt. Sagt, du musst nur 3 Jahre nicht waschen. Und dann automatisch die Haare verfilzen, nicht waschen, nicht bürste, gar nichts. Dann bekommst du so Raster. Das ist so Reggae-Anhänger gewesen, kommt der Gottesdienst. Mache Aufruf, kommt nach vorne, bekehrt sich. Und wir haben keine Zeit gehabt. Wir haben nur gebetet. 4, 5 Wochen später kommt der Mann nach vorne, Krawatte, Anzug, Geschäftsmann, gut. Er möchte mit mir reden, weil er möchte in die Bibelschule gehen. Ich sage ja, und dann sage ich, sind Sie das erste Mal da? Sagt er, nein, ich bin ein paar Mal da gewesen. Ich bin der Raster. Gott verändert. Wir haben einen Gott, wie die Menschen verändert. Hat es vielleicht mit dir auch gemacht. Aber das, was kommen wird, das wird viel schlimmer sein. Sie werden kommen von überall und sie werden zerbrochene Persönlichkeit haben. Sie werden sich abgelehnt fühlen. Sie werden vielleicht vom Gefängnis rauskommen, von der Droge rauskommen, vom Okkultismus rauskommen. Ich habe Freizeitzug gemacht vor viele Jahre in Tunesien. Wir waren noch nicht so groß, waren vielleicht 50 Leute. Und dann schon im Flugzeug habe ich gemerkt, es war eine Frau dabei, die hat sich angemeldet. Sie hat irgendwo das Prospekt gefunden und das war eine New Age Tanten, aber durch und durch. Noch nie die Bibel in der Hand gehabt, kennt nichts vom Evangelium. Die hat die Adresse bekommen, hat so den Eindruck gehabt, sie soll mitgehen. Die kam mit und die hat es auch gelebt mit ihrem Wortschatz und allem Möglichen. Da war nichts Christliches und Heiliges, gar nichts dran. Und ich habe das im Flugzeug schon gemerkt, dann haben wir den anderen Morgen Gottesdienst gehabt und die hat sich da reingesetzt in den Kreis wie alle anderen. Wir haben Anbetung gemacht, die natürlich hat auch die Hände hochgemacht, die Augen zu, hat so mitgemacht. Aber ich wusste auch, das wird jetzt gefährlich werden. Und dann während der Lobpreis schon geht sie raus, muss Pipi machen. Und während sie rausgeht, habe ich im Gitarrespiel gesagt, hör auf jetzt, habe ich den Leuten gesagt, hör zu, diese Frau. Jetzt dabei ist, die ist nicht wiedergeboren, die ist total New Age, aber ich verbiete euch einmal, ihr ein Korrektur zu geben und sagen, was falsch ist. Er werdet kein Wort mit ihr reden darüber, er wird sie akzeptieren, wie es ihre Schwester war. Die kommt wieder rein, weiter gespielt. Und ich muss so froh sein, die Leute haben das alle respektiert. Keiner hat dir gesagt, man darf das nicht sagen, du musst das machen, du musst jenes machen. Ich kann auch sagen, 2 Tage später hat sie die Wiedergeburt empfangen, hat die Geistestaufe bekommen, hat sich taufen lassen nach 10 Tagen. Ich muss sagen, ist ein ganz toller Christ, ein toller Evangelist geworden. Aber ich habe Angst gehabt, dass Leute hingehen, du kennst ja diese super Fromme, kennt ihr auch? Nicht umdrehe ich, sonst sehe ich einer vielleicht. Die super fromme, wie sofort die anderen korrigieren wollen. Ich habe einen Freund von mir, er ist Evangelist, hat in viele Länder gepredigt, auch schon im Stadium gepredigt. Und er erzählte mir eine Geschichte. Er sagt, sein Bruder wohnt in Hamburg, er ist ungläubig und hat 7 Jahre gebetet intensiv für seinen Bruder, wie nicht gläubig ist. Und nach 7 Jahren ist sein Bruder von jemand eingeladen worden, geht in die Gemeinde und bekehrt sich. Er hat gesagt, ich habe so riesige Freude gehabt. 3 Wochen später ruft sein Bruder an und sagt, hör zu, ich lasse mich taufen, könntest du kommen? Er hat gesagt, ich habe so eine Freude gehabt. Und dann bin ich von Österreich, bin ich extra nach Hamburg gefahren mit meiner Frau, mit meinen Kindern, dass ich an der Taufe von meinem Bruder dabei bin.
Sein Bruder hat sich taufen lassen. Er kommt vom Wasser raus, hat sich umgezogen wieder, da war so ein Kaffeekuchen. Und da kommt eine ältere Frau von der Gemeinde von zu und sagt, aber jetzt, wie getauft bist, darfst du nicht mehr rauchen. Und er hat geglaubt, das ist Gottes Wort. Und der, als frisch gläubig war, hat er probiert, jetzt rauche ich nicht mehr. Und hat es gepackt, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Seine Frau hat erzählt, es war die Hölle zu Hause. Er ist fast ausgefliegt, mit den Kindern rumgeschrien, wenn jemand richtig starker Raucher ist und probiert, aus eigener Kraft aufzuhören, dann weiß ich das. Und nach 10 Tagen geht er in den Schrank und holt sich wieder seine Zigarette raus und sagt, ich möchte mit Christ sein, mit Gott nichts mehr zu tun haben. Weil er geglaubt hat, das ist von Gott. Diese Frau, wie es vielleicht gut gemeint hat, wie vielleicht ein Touch Religiosität hat, die hat ihn getötet. Dieser Evangelist hat mir das persönlich erzählt. Er hat gesagt, und seit habe ich einen dicken Hals gegen dieses religiöse Volk, wie probiert andere zu belehren. Das ist die Arbeit vom Heiligen Geist. Unsere Arbeit ist, die Menschen wohlwollend mit Liebe zu akzeptieren, so wie sie sind. Amen. Gott möchte heute Abend das in dein und mein Herz reinlegen. Unsere Gemeinde sind manchmal ein religiöser Club geworden von Frommen, wie alle zusammenpassen, wie anständig sind. Man könnte so zueinander einladen, wir können Kaffeekuchen machen, wir können spazieren miteinander, wir können das machen miteinander. Wir sind eine ganz tolle organisierte Gemeinde und wir möchten gern, dass noch so ein paar Leute zukommen, wie reinpassen. Ich möchte nicht Leute in die Gemeinde aufnehmen, wie reinpassen, sondern Leute, wie Gott geschickt hat. Ist es ein Unterschied? Ich weiß nicht, ob es heute geistliche Leiter gibt, aber ich kann nur sagen, lass es euer Gebet sein. Gott, die, wie du schickst, die will ich aufnehmen. Als ich die Gemeinde angefangen habe, da hatte ich keine Ahnung, gar keine Ahnung. Aber ich wusste, dass Gott mir helfen kann. Und Gott hat gesagt, Piero, jeder, wie kommt in deine Gemeinde? Fragt mich immer, ob ich ihn geschickt habe oder vielleicht jemand anders. Und die Gemeinde war noch sehr klein, wir waren vielleicht 20, 25 Leute. Und da kam ein Bruder Sonntagmorgen mit seiner Frau, 4 Kinder dabei gehabt, angezogen, Bibel, alles in der Hand, kommt rein und hat gesagt, ich habe gehört, dass bei euch etwas entstanden ist und das Leben da ist. Ich habe tolle Zeugnisse gehört, kommt in den Gottesdienst 2-mal und sagt, oh, ich möchte hierher kommen. Und Gott sagt, kannst du dich erinnern, was ich gesagt habe? Und sagt, oh Herr, du, hast du ihn geschickt? Er passt so gut rein, man braucht auch Leute, wir sind ganz neu, verstehst du? Und Gott hat gesagt, ich habe ihn nicht geschickt. Wenn du ihn nimmst, wirst du Chaos haben. Und ich sagte ihm voller Mut, schön, dass sie da waren, aber ich glaube, dass es nicht euer Platz ist. Der Mann, so richtig, habe ich gemerkt, ist sauer gewesen. Ein paar Wochen später lerne ich jemanden kennen, es waren Leute, die Regina gut gekannt habe, und er erzählte, Piero, der Mann hat 7 Spaltungen in Gemeinde gemacht in den letzten 10 Jahren. Es gibt so Leute, die kommen, ganz lieb und ganz fromm, und haben die Fähigkeit, eine Gemeinde zu spalten. Und ich habe Gott, die, wie du schickst, möchte ich aufnehmen. Und die sind nicht immer unbedingt die, wie du dir wünschst. Versteht ihr? Ich habe es, glaube ich, gestern jemandem erzählt. Ich habe vor einigen Jahren in Zinsheim im Stadthalle einen Heilungsgottesdienst gemacht. Und da mache ich Aufruf zu Bekehrung, für Heilung. Und es kamen 5 Leute nach vorne. Und das ist jetzt über 20 Jahre und ich sehe sie noch vor mir stehen. Es war eine Frau und 4 Männer. Und der erste Mann, das war der Herr Krohe, die Wasserhahne. 15.000 Angestellte, Multimillionär, total verkrebst. Da war eine Frau da, die war Ärztin, hat eine Mitarbeiterin mitgebracht. War Ärztin, war auch nicht gläubig. Und da war noch jemand, da war ein Mann, der war so Beamte. Und dann war ein Sinti-Roma, ein Zigeuner. Und einer, wie ich vor kurzem aus dem Gefängnis rauskam. Und ich sagte, Herr, wenn ich dir einen kleinen Rat kann geben. Ja, manchmal weiß man halt nicht.
wenn du genug Heilungskraft hast, fang doch bitte diesem Millionär an. Aber wenn der Zehnte gibt, kann ich mal auch ein schönes Auto haben als Pastor, verstehst du? Und dann noch, ja, die Ärztin ist immer wichtig, weil die können viele Leute vom Herrn bringen und so. Und wenn es lang, du darfst auch noch Dritte noch heilen. Und wenn es noch lang, kannst du die anderen zwei auch noch heilen, verstehst du? Ja, du dürft raten, welche zwei geheilt worden sind. Herr, weißt du, lass der Herr machen. Lass der Herr machen. Es wird eine Welle kommen. Ich sag's euch, wir haben es gelesen, diese Prophetie wird sich realisieren. Gott wird etwas freisetzen und es werden Leute kommen, die schlimmer sind als Enuke. Es werden schlimmer sein als Leute, die von anderer Religion, von anderem Milieu rauskommen. Wir werden sie aufnehmen, weil Gott gesagt hat, sie werden kommen. Wenn wir die nicht aufnehmen, passiert etwas. In Ezekiel gibt es so schöne Bibelvers, wie ihr wahrscheinlich alle kennt, und das steht geschrieben, vom Tempel oben, unter dem Tempel, unter der Tür, fließt ein kleiner Strom raus. Und dieser Tempel im Neuen Testament ist das Herz Gottes. Du fließt ein kleiner Strom und er wird immer höher und er wird immer höher. Und es gab eine Zeit, dann ging er bis an die Knie und bis an die Hüfte. Und der Strom wird immer größer und der Strom fällt ins Tote Meer hinein. Und das Tote Meer wird Leben bekommen. Aber was nämlich noch wichtiger ist, es steht geschrieben, das Wasser geht runter und es wird im Tote Meer Leben kommen. Aber an der Seite, am Ende, gibt es Tümpel. Und da wird kein Leben reinkommen. Was ist ein Tümpel am Fluss entlang? Das ist etwas, wie früher mal zum Fluss gehört hat, aber es ist zugewachsen und es ist etwas zugegangen. Und die Tümpel, hat Gott gesagt, das sind Christen oder Gemeinde, die nicht der Heilige Geist, nicht das Rede Gottes mehr akzeptieren. Und die leben da drin im Tümpel, kannst du bei alter Karpfverein machen, die bleiben 20 Jahre drin. Aber die Forelle, die werden der Strom Gottes hochgehen. Das Tote Meer ist ein Bild für die Welt. Da wird eine wahnsinnige Erweckung erleben. Aber wenn wir ein Tümpeldenken haben, ein religiöses Tempel haben, wenn wir Vorstellungen haben, wie Gott Menschen schicken wird, wie sie aussehen werden, dann irren wir uns. Die wie kommen werden, werden von der tiefsten Sünde, von der tiefsten Dämonen gebunden sein. Und wir sollen sie aufnehmen. 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 Ich freue mich, so eine Art Gebetsschule, Prophetenschule machen heute Abend hier. Weil ich weiß, es ist eine prophetische Zeit, wo Gott vorbereiten möchte für, ja, vorbereiten möchte für die Erweckung, die kommt. Aber dann, wenn wir genug Vorbereitung hören, es wird kommen. Da müssen wir bereit sein, die Schlimmste der Schlimme aufzunehmen. Amen. Ich weiß nicht, was es wird. In der Zeit werden Leute kommen, die okkult ganz, ganz belastet sind. Und die Leute haben so eine starke Beziehung mit ihren Dämonen, auch in der unsichtbaren Welt, dass die ganze Gegend kontrollieren, diese dämonische Welt. Wenn die Leute ihre Knie beugen, dann wird es abgeschnitten für diese dämonische Macht und es wird Befreiung geben. Der Teufel und Dämonen haben Anrecht, na wie viele Menschen sie haben, wie sie kontrollieren können. Das sind ihre Opfer. Und wenn die Opfer frei werden, ich kann das sagen, dann wird eine Welle kommen von Leuten, die gebunden sind von denen. Es gibt Menschen, die haben einen ganz starken Kontrollgeist. Und das sind öfters Leute, die humanistisch sind und ganz nett und ganz lieb sind. Und die arbeiten öfters in den Medien und in der Presse. Und die geben ihre Meinung. Und diese Meinung kontrolliert Tausende und Tausende Leute. Mit dem sage ich immer, der Christ, wenn er die Zeitung oder den Fernseher und die Nachrichten guckt,
glaubt nicht alles, was er hört, sondern es gibt jemand, wie alles kontrolliert, der ist oben. Glaub nicht, dass die eine die Gute sind und wir sind die Gute und die andere sind die Schlechte. Und dieser Mensch, wie ein ganz starker und öfters okkulter, humanistischer Kontrollgeist haben, die bindet Tausende und Tausende Leute. Und wenn einer von denen sich bekehrt und dessen öfters auch ihre Persönlichkeit ist zerbrochen und ihre Seele ist manchmal verkauft im Okkulte. Und wenn so Leute abgeschnitten werden und aufgenommen werden von Christen, dann wirst du sehen, wie Hunderte oder Tausende Menschen freigegeben wird. Eine Frau erzählte mir, die ganze Familie ist ungläubig und gegen sie und sie hat sich bekehrt. Und sie hat gesagt, ich habe probiert, meine Geschwister und Cousin und die Leute anzusprechen und sie spürte, dass einige gern sich bekehrt hätten. Aber die Oma, die hat so böser Geist gehabt, dass sie Angst gehabt haben. Und dann hat sie gewusst, sie muss diesen Geist von der Oma binden, dagegen gehen. Und sie hat es gemacht. Und ich glaube, ein paar Tage später ist die Oma gestorben. Und ich glaube, innerhalb einem Monat haben sich 18 Leute von der Familie bekehrt. Eine Person hat diese Kontrolle gehabt. Vielleicht kennst du jemanden in deiner Firma, in deiner Familie, wo du weißt, die hat so einen Kontrollgeist. Die kontrolliert die ganze Familie. Fang an, Autorität zu nehmen und dem Geist zu sagen, lass los. Und du wirst sehen, wirst dich wundern, wie manchmal ganze Pakete von Leuten kommen, wie kontrolliert waren von einer Person oder von Medien von allen anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wie viele Profi-Fußballspieler, ganz besonders von Afrika, sind gekommen und sie sind gesegnet worden von ihren Hexer und die bezahlen viel Geld in ihre Hexer. Wenn ihr vielleicht die französische Zeitung lest mit dem Nationalspieler, der hat 5 Millionen Euro bezahlt in Sambodu-Priester. Um andere Spieler von der Mannschaft zu verfluchen. Kommt in der Zeitung hoch, die wir die französische Presse gelesen haben, können diese Sache lesen, es ist öffentlich gemacht worden. Und dann ist rausgekommen, dass 30% von diesen Sachen, von diesen afrikanischen Spielern, wie Millionen verdienen, ein ganz großes Teil geht zurück zu den Voodoo-Priester. Aber es gibt auch einige von denen, wie so ganz besonders Brasilianer, wie ihr Leben Jesus gegeben haben. Und haben einen Gegeneinfluss. Ich kann das sagen, es werden Leute, Persönlichkeit von der Politik, von den Medien, werden plötzlich sich bekehren. Und manchmal so jemand, wie ein starker Geist gehabt hat, wie abgeschnitten wird vom Okkulte, macht, dass hunderte Leute freigesetzt werden. Erinnert mich gerade, ich habe vor einige Zeit ein Interview gesehen, wie Christen auf die Straße gegangen sind und so gegen die Bewegung von Schwulen und Lesben und LGBT-Mannschaft gegangen ist. Das sind Tausende von denen gewesen auf der Straße. Und da waren einige Christen, die gebetet haben auf der anderen Seite. Und da kommt so ein Journalist rüber. Und will Interview machen, wisst ihr, wie die Journalisten sind, um sie so ein bisschen zu verdrehen, die blöde Christen. Und dann geht es zu einer Frau, für ältere Frau, und sagt, ja, ich bekenne, ich bin Journalist, ich bin schwul und ich bin das und das und jenes. Und er hat erwartet, dass die Person schimpft und dass sie sagt, dass ich würde in die Hölle kommen, so etwas. Das Mikro schon gehabt. Und die Frau guckt ihn an und sagt, wissen Sie, Sie sind ein ganz hübscher Mann und Gott liebt Sie. Und dieser Journalist, habe ich gesehen, er ist wie getroffen worden. Er hat auf Schimpf erwartet und er bekam Liebe. Können wir das auch machen? Ich weiß etwas. Die Welle ist im Geist, ist am Kommen. Sie kommt, sie wird kommen. Und werden ja Leute finden wie schreckliche
zerbrochene Persönlichkeit haben. Aber Gott wird sie heilen, wenn wir sie aufnehmen, wenn wir bereit sind dazu. Was möchte Gott dir uns sagen? Wenn du ihre Gewohnheit da aufbaust, dann musst du ihn umdrehen, in der Richtung, wo die Information, die Welle herkommen. Irgendwo ist, glaube ich, wichtig, dass du lernst, dein Radar, dein geistlicher Radar, ein Fängungsgerät in dir drin, auf die Erweckung machst. Es geht nicht um deine Gemeinde gegen eine andere Gemeinde, es geht nicht um Wachstum von Gemeinde, sondern es geht um den Plan Gottes, es geht um Erweckung. Es geht nicht um deinen Dienst, es geht um Erweckung. Heute Abend hätte ich gern, dass du so dein Radar ausstreckst. Dieser prophetische Geist wird immer dein Radar auf den Plan Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschieht, so im Himmel, so auf Erde, so in meinem Leben, so in meinem Herzen. Und wenn du diese Radar raussteckst, wirst du wissen, Erweckung, sie wird kommen. Sie ist unterwegs da. Und wir können sie beschleunigen, indem dass wir uns aufmachen, diese Welle zu empfangen. Die Kaputtene der Kaputtene. Es gibt eine Kategorie Menschen, Christen, wie Gott sehr, sehr lieb hat. Das sind die Befreier. Das sind die, die Menschen aus dem Kerker rausholen und aufschließen. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe gerade, wie ein Engel da steht und er hat einen Schlüssel. Und ich fragte gerade ihn, was bedeutet das? Und er sagte, ich möchte Menschen einen Schlüssel geben, um Kerker aufzuschließen. Um Kerker aufzuschließen. Befreier zu sein im Gebet. In der unsichtbaren Welt aufzuschließen. Wo Leute gefangen sind. Von geistlichen Kräften. Von dämonischen Wesen. Die Gemeinde Jesus soll anfangen, diese Schlüssel im Gebet zu haben. Und Kerker aufzuschließen. Dämonische Kerker. Auch hier in Mallorca war ich an Orten. Ich war in einem Ort, wo es war für mich so ein Schock, wo ich gesehen habe, an diesem Ort sind Kinder geopfert worden. Und als ich dort war, habe ich es gesehen und habe ich gesehen, diese Dämonen, wie dieser Ort kontrolliert, das war seine Beute. Ich habe gesehen, dass es so viele Orte gibt, wo Gefangene gebunden sind. Und es gibt Leute, die haben die werden von Gott eine Gebetssalbung bekommen, um Kerker aufzuschließen, um Befreiungsdienst zu machen in der unsichtbaren Welt. Diese Schlüssel ist ein Schlüssel des Feuers. Ich habe den Eindruck, wie Gott sagt, deine Hände werden brennen heute Abend, wenn du diese Schlüssel bekommst. Und du wirst aufschließen und da, wo du aufschließt, wird jemand zuschließen. Und da, wo du aufschließt, auf Erde wird im Himmel aufgeschlossen sein. Dieser Schlüssel ist heute Abend hier. So einige Leute werden jetzt spüren, wie ein Feuer, wie eine Wärme deine Hände berührt. Jetzt. So wie Gott als Zeichen gibt. Vielleicht bist du auch so jemand, wie zerbrochene Persönlichkeit hat von deiner Vergangenheit. Aber das interessiert Gott heute Abend nicht. Er möchte einen Schlüssel geben. Dass da, wo du gefangen warst, wo du zerbrochen warst, du wirst gerade Gefängnisse aufschließen für so Menschen, wo
wo du selbst eingesperrt warst. Gott berührt einige jetzt. Und du wirst jetzt diese Schlüssel heute Abend bekommen. Ein Befreier zu sein, eine Befreierin zu sein im Gebet drin. Du weißt, was es ist, gefangen zu sein. Aber die Rache Gottes wird es sein, dass du einen Schlüssel bekommst, um Tore und Türe aufzuschließen. Hör zu, wenn du heute Abend da bist und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott dich meint. Und du spürst gerade diesen Ruf Gottes dafür. Dann steh auf unter dem Stuhl und stell dich vor Gott. Schau nicht auf den Nachbar vor dir oder hinter dir, sondern du. Du wirst diese Schlüssel bekommen, wie Feuer wird sein. Und der Tod, wie du so lange gespürt hast, wird jetzt ein Stück weggehen von dir. Er geht jetzt weg von dir. Du wirst Tore aufschließen. Und es werden für dich ganz neue Gebiete kommen, die du nicht kennst. Tore von der unsichtbaren Welt, Tore von der Unterwelt. Und Gott wird dir Offenbarung geben, du wirst aufschließen. Vielleicht wird dich so ein gemeindemäßig, dich vielleicht gar nicht viele Leute kennen, aber der unsichtbaren Welt wirst du bekannt werden. Und es werden Engel mit dir gehen, wenn du aufschließt. Und du bist vielleicht von vielen anderen Christen abgelehnt. Und du wirst die Einsamkeit, wie du vorher manchmal sogar befürchtet hast, lieben. Und du wirst lernen, mit dem Schlüssel umzugehen. Und du wirst Gebiete aufschließen und du wirst dich dann wundern, wie viele Leute frei werden kommen, weil du im Geist aufgeschlossen hast. Du musst nicht mehr evangelisieren gehen und jeden Tag auf die Straße stundenlang, sondern du wirst aufschließen. Eine prophetische Gebetsarmee, eine Armee der Befreier und der Befreierin wird kommen. Und heute Abend sind viele von denen da. Es ist eine neue Zeit und Gott gibt, ja, wollte fast sagen, neue Methode, nein, Offenbarungen. Und du wirst hochfliegen, sehr hoch. Danke, Herr, dass Engel unserer Seite werden stehen und sie warten drauf. Dass prophetische Fürbitter an Orte werden gehen und werden aufschließen. Sie werden aufschließen, sie werden aufschließen, sie werden aufschließen. Du kennst schon lange diese Engel, aber jetzt kommt etwas Neues. Du wirst viel höher fliegen, sagt der Herr. Das, was du gesehen hast, war noch Übung. Und du wirst die Salbung des Feuers kennenlernen. Und ich sehe gerade, wie so Wächter, dämonische Wächter an Türen stehen. Und du wirst kommen, sie werden dieses Feuer sehen in dir, sie werden den Platz freimachen müssen. Das ist das Feuer Gottes, ist hier. Und dein Herz wird geheilt werden, sagt der Herr. Ich sehe, wie der Feind probiert dazu, dich auch krank und schwach zu machen. Und ich sehe, wie Gott sagt, ich werde meine Hand drauflegen. Und er wird nicht mehr mit Pfeilen dein Herz angreifen können. Diese Schwachheit, wie du manchmal gespürt hast, die Kraftlosigkeit, die wird ab heute stoppen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Danke, Herr, dass du eine prophetische Gebetsarmee rufst von Fürbitter. Von Fürbitter. Herr, und sie müssen nicht 100 Bücher lesen, um Erkenntnis zu bekommen, sondern der Heilige Geist ist eine Zeit an, wo ich über alles Fleisch kommen wird. Und er wird, die Bibel sagt, die Salbung wird uns lehren, Bereiche zu gehen, wo wir keine Ahnung haben. Es ist jetzt die Zeit. Es ist jetzt die Zeit. Es ist jetzt die Zeit, wo du die falsche Last ablegst und neue Last bekommst. Dein Blick soll nicht mehr nach unten gehen, sondern nach oben, sagt der Herr. Und da wird dieses Positive in deinem Leben ganz stark kommen. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein Gott, wie heilt.
bist ein Gott, wie dein Volk heilt, von wo sie vielleicht eine sich gefühlt haben wie diese Eunuchen, oder diese gehören nicht dazu. Heute Abend. Hier. Jetzt. Wirst du ganz neu deine göttliche Wertgefühl auf Menschen legen, dass sie wissen, sie gehören dazu. Sie gehören dazu. Sie gehören dazu. Lass uns einen Moment vor Gott in der Gegenwart Gottes bleiben, ihn anbeten. Ich habe den Eindruck, dass Gott einige Menschen Sachen zeigen möchte, jetzt. Wie der Heilige Geist etwas bestätigen möchte in dir drin. Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Gott meint dich. Und es hat etwas mit deiner Berufung zu tun. Bete dann Gott an, er möchte dir reden. Wir wollen dein Herrlichkeit sehen.
Was nur dir gebührt.
Ihr wollt gar nicht gehen? Ihr wollt gar nicht gehen? Okay. Susa, das nochmal an.
Ich will.